Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. Ja, hallo liebe Camper. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, im Augenblick wissen wir nicht so, wo wir so richtig anfangen sollen. Ne? Gestern war gut, wa, Patrick? Gestern war gut, ja. Bis um 9 Uhr gestern hier gewesen. Gestern hatten wir Hochscheiße. WCS hatte richtig Scheiße, aber haben andere nie, schätze ich. Glaube ich nicht, dass das jemand hat. Was hatten wir denn gestern? Wir haben gestern Batteriecomputer eingebaut, haben wir zwei Batteriecomputer geschrottet. Mülleimer. Bis es Klick gemacht hat, wa, Patrick? Das Kabel hat einen Kurzschluss. Wie wir der zweite reingesteckt haben, da haben wir den Batteriecomputer bei mir in meinem Labor an der Wand gemacht, läuft der. Und da sagte der Patrick: Götz, hier ist doch was faul mit dem Kabel. Dieses Kabel hat einen Kurzschluss. Und das ist eine Elektronikplatine. Gut, zwei haben wir geschrottet. So ist das. Der Stefan, der ist happy. Schau mal, der Stefan baut das Bussystem ein. Morgen machen wir es nochmal. Der Stefan sagt heute zu mir: Chef, wir haben weit über 2000 Kombis draußen. Da sagt er, da müssen wir jetzt 2000 Bussysteme nachrüsten. Ich sage: Stefan, gehen wir davon aus, dass vielleicht 30% der Bussysteme nicht möchten. Aber Telefon steht nicht still und E-Mail schon mal gar nicht. Egal. So, wir haben, das ist dem Stefan seine Baustelle. Das gehört dem Kunde, das hat der Stefan alles da schön aufgebaut. Autos ganz neu, kriegt mega, mega viel. Ich guck mal, die Regler hat er schon drin, 1, 2, 3. Das ganze Dach ist komplett zu mit Solar. Guck mal, hier sitzt, da unten sitzt die Steuerung. Elmos BT1 heißt das und BT2. Da Ladebooster ist auch alles drin. So, das wird jetzt alles vernetzt. Komm, wir gehen mal kurz schauen. Vorsicht mit dem Köpfchen. Auch eine riesen Baustelle, der Concorde. Und allein der Kastenwagen hier. Oh, Kinders. Das wird heute spät. Dann sind Autos dabei. Seht ihr ja selbst. Hier, Baustelle. Dann sind Autos dabei. Die sind alle nicht ausgeliefert und sind alle später gekommen. Da konnten wir auch draußen ein bisschen pflastern. Da fehlt wieder ein Auto. Jetzt kommt alles auf einmal. So, da gehst du mal raus. So. So, kannst du spielen gehen. Er kriegt richtig viel. Ich möchte euch mal was zeigen. Oh. Licht haben wir leider kein. Ja, hier ist die Batterie leer gegangen. Der war minus 28,9. Guck mal da. Minus gleich 30 Grad. Wie geht das? Da haben viele gefragt. Oh, das ist scheiß Batterie leer. Der war gerade minus 28. Ah, da. Minus 28,8. Seht ihr? Hier hinhalten. Das geht ja wieder. Der Kühlschrank hat kein R134A, habe ich schon mal erklärt. Hier ist das R134A, hier ist das R290. Minus 29 Grad können meine Kühlschränke. Der einzige Kühlschrank im Markt, der diese Temperaturen kann. Jetzt kommt der nächste, muss ich minus 30 haben. Aber wenn du sagst, ist es gut, kannst auch richtig Eis frieren. Gut, da siehst du, minus 30. Hier ist das Bussystem-Display. 7,8 Zoll, kommt noch der Rahmen alles drauf. Wenn wir das Bussystem am Laufen haben, werden wir es euch zeigen. Ich werde jetzt Woche für Woche immer ein System einbauen. Komm mal mit, Philipp. So, da waren wir im Francia und hier ist ein Concorde. So, jetzt sind wir in einem anderen Auto, wie ihr seht. Jetzt sind wir in einem Concorde. Wieder der Kühlschrank. Schau mal, das musste alles, guck mal hier, das musste alles neu geschreinert werden. Hier das Gitter zum Beispiel, ne? Musste alles neu gemacht werden. Gut, haben gute Maschinen. Minus 19, da lacht er drüber. Ich guck mal, was eingestellt ist. Warte mal, minus 19 ist eingestellt. Minus 19,2 hat er. Ich kann natürlich jetzt hier kann ich jetzt sagen, upsala,
Hier kann ich natürlich sagen, so, gib mal richtig Gas. Siehst du das hier? Guck mal, was hier passiert. Es geht aber auch nur mit diesem Kühlschrank. Kein anderer Kühlschrank ist in der Lage, diese Temperaturen zu liefern. So, dann mache ich Stückzahlen, die sind schon brutal. Das ist aber eine Sonderanfertigung. Auch die Verdampferplatte ist relativ groß. Das ist eine Kampfmaschine. So muss ein Kühlschrank sein. Alles andere ist gut. Aber wie gesagt, das ist ein Sonderbau. Die anderen Kühlschränke kühlen auch gut, natürlich nicht so extrem wie der. So, Philipp. Ja, gut. Sind ein paar Autos hier, wa? Mein Sebastian? Nein, mein Sebastian. Ja. Der sitzt im Auto, der spielt im Auto, der spielt am Laptop, der guckt da oben Fernsehen. Gut. Spaß beiseite. Was haben wir hier? Hier ist mein Jens zugange. Hör ich schon. Die sind immer ausgebucht. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Alles voll. Kinders, ist das eine Woche. Hier. Concorde. Ja, viele fragen immer. Da höre ich auch schon mal auch in den Kommentaren. Warum hast du immer so viel Concorde? Es liegt natürlich auch daran, dass wir Vertragspartner für Concorde sind. Also, ne? Mein Auto musste draußen stehen. Kein Platz mehr haben. Hier platzt aus allen Nähten. So, jetzt möchte ich euch was Schönes zeigen. Da, da, da. So. Dann kann ich einfach dran lassen. So, ich möchte mal eben ganz kurz etwas zeigen. Sei ruhig. So, 100%, bla bla bla, das kennt ihr alles. Schaut mal, Ladebooster schläft. Jetzt machen wir den Ladebooster mal an. Zack, da ist der Ladebooster, da minus 29. Und, ja, ich gucke mal, ob ich es schaffe, den Rapid zu starten. Und so, so Rapid direkt. Nein, Batterie hat noch genug. Gucken. Ja, siehst du, der ist an. Aber pass mal auf, was so viel Arbeit war, auch für dieses ganze System. Schaut mal hier. Das finde ich einfach geil. Hoppla. Schaut mal, die ganzen Störmeldungen. Seht ihr? Alles tipptopp. Also wird ein anderes Bussystem. Jeder macht so sein Ding, ich mache mein Ding. Jetzt muss ich, wo wollte ich denn hin? Ich muss Ladebooster, der jetzt auch lädt. Jetzt pass mal auf, ich simuliere mal einen Fehler. Bleib mal da. So. Sensorfehler. Alle Störmeldungen, D plus was auch immer. Guck mal, Sensorfehler Batterie, sagt er. Jetzt ziehe ich mal noch einen Sensor raus. Gucken, was dann passiert. Sensorfehler Lichtmaschine. So. Sehe es wieder drin. So. Was? So, eben gucken. Komm schon. So, jetzt habe ich die. Da sind beide wieder drin. Lichtmaschine 23 Grad, 17,5 war der Fühler, sitzt hier im Kabelkanal. Na? Und jetzt haben wir hier Ladestrom, 50 Ampere. Jetzt kann ich auch 70 oder 75 Ampere machen. Jetzt wartet der. Und warum kann ich jetzt nur 50 machen? Der zweite Booster ist gar nicht dran. Den habe ich heute Morgen nicht angelernt. Wenn der zweite Booster dran ist, gehen die Werte hoch. Bei einem ist das begrenzt. Ja? So, was ich auch fertig habe, zeige ich mal. Guck mal hier, Kühlschrank. Da ist die Kühlbox. Gut, die Seite wird noch geändert, mache ich noch einiges dran. Na? Störmeldung habe ich euch gezeigt. Ah, das finde ich schon genial. Das hat keiner. Der Kunde kriegt über alles eine Meldung, wenn irgendwas schief läuft. Also finde ich schon ganz, ganz große Klasse. Du kannst auch über diesem Display kannst du auch dein Fahrzeug starten.
Brauchst du keine Elektronik, du brauchst gar nichts. So, schaut mal, jetzt habe ich das Auto ausgemacht. Ne? Hier ist mein D+. Ne? Schau mal, Rapid. Guck mal hier. Rot. Damit startest du dein Auto. Sehen wir hier. Aus der Aufbaubatterie gehen 30 raus und 30 in die Startbatterie. Na, siehst du, hier können wir den Rapid wieder ausschalten. Jetzt gehen wir hier drauf. So. Jetzt sagt der Booster gleich Ausschalten. Booster schläft. Jetzt starte ich das Auto. Na, hörst du den Motor laufen? So, jetzt geht aus der Starterbatterie wieder minus 28. Das heißt, du brauchst keinerlei Elektronik oder irgendwelche Sondersachen. Ja? Du brauchst nur den ausmachen, also Auto natürlich aus. Dann kommt sofort der Rapid. Moment. Messmikrofon, siehst du, da passiert jetzt nichts. So, logisch. Das gehen wir hier drauf. Rapid ist an. Na, jetzt sagt er noch, Booster schläft. Rapid Notbetrieb, also Notstartbetrieb, und er leuchtet hier rot. Ah, Stefan ist schon ganz gespannt. So, wir machen nächste Woche zwei Bussysteme. Wir machen nächste Woche zwei. So, den mache ich wieder aus, den Rapid. Off, so, sorry. Der ist hier aus. Wir machen nächste Woche zwei, aber ich habe ja nicht so viel. Seht ihr, das ist ja, ein paar habe ich noch, im Büro stehen noch vier. Ich warte ja drauf. Ich warte und warte und warte. Aber es werden, ich sage mal, 1000 Systeme werden es. So. So sieht es aus, liebe Camper. So sieht es aus. Ja, der kriegt auch eine Menge Zeug hier. Ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, die Autos. So, liebe Camper, bleibt mir gesund. Das war mal so ein kleiner Einblick. Stefan freut sich richtig darauf, das Bussystem heute einzubauen. Diese Rahmen fürs Display habe ich gestern alle aus der Lackiererei geholt, weil das ja die ersten sind. Die nächsten, da brauche ich das alles nicht machen. Schaut mal, die Lackiererei ist ja hier. Das gefällt mir nicht, so raues Grau, seht ihr? Da kennt man leider keinen Unterschied. Ja, ja, ist er. Auf jeden Fall waren sie in der Lackiererei. Ich habe da so überall. So, und das, was am Dienstag reinkommt, der bekommt das große 10,4 Zoll Display. Ja. Hier warte ich drauf, ist die USB-Schnittstelle. Dann gehen die Kühlschranksensoren. Dann die Fernwartung, Ende aus, mehr mache ich nicht. Ja, da kommen wieder, ach, und das ist nicht so schön. Und hat einer geschrieben, ja, bei Hümer, das Bussystem ist ja alles scheiße, was Hümer da gemacht hat. Kinders, warum ist das scheiße, was Hümer gemacht hat? Macht ihr doch selber mal was. Nicht nur so machen, hinsetzen, selber machen, zeigen. Mensch, Junge, das ist aber wirklich gut, was du gemacht hast. Nur dumme Sprüche. Bei uns haben sie auch geschrieben, ja, aber da war irgendwas. Mach doch mal die Scheiße. Die ganze Störung, wo kriegst du, bei welchem Bussystem im Auto kriegst du eine Fehlermeldung in Deutsch? Würde ich mich mal in die Kommentare drüber freuen. D+-Defekt. Oh, D+-Defekt. Kunde weiß, was er machen muss. Sensorfehler, Batterie, Sensor kaputt. Was weiß ich? Kombi überlastet, Kombi Überstrom, Unterspannung, Lüfterdefekt. Alle Störmeldungen. Welches Bussystem gibt dir in Deutsch eine Fehlermeldung auf dein Display? Ich freue mich auf diese Antworten. Liebe Camper, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt mir alle gesund und wir hören uns.